Solidaritätsgruppe für Gefangene. Warum organisierst du dich als jetzt Nicht-Gefangene, um Gefangene zu unterstützen? Genau, also wir würden uns schon als Anti-Knast-Gruppe bezeichnen. Wir führen auch eigene Kämpfe, aber wir hatten keine Lust auf so eine Stellvertreter-Innenpolitik. Also dass wir halt hier draußen stehen und sagen, Knäste sind irgendwie kacke, aber keinen Gefangenen haben. Deswegen hatten wir, also wir hatten dann von der Lobby der Gefangenengewerkschaft erfahren, fanden das super cool, dass Gefangene zusammen sich zusammenschließen, zusammen sich für ihre Rechte einsetzen. Wir hatten dann auch damals noch uns das Selbstverständnis der Gefangenengewerkschaft angeguckt. Ist gut, dass du es sagst, weil es auch darum ging, dass die Gefangenengewerkschaft ganz klar sagt, dass sie sich gegen jede Form von Rassismus, Sexismus wehren wollen und auch solche Leute nicht in der Gewerkschaft quasi dulden. Das fanden wir super cool und haben dann Kontakt zu Gefangenen aufgenommen und wir unterstützen sie vor allem deswegen, weil wir es super finden, dass sich von unten organisiert wird, aber auch, weil die Gefangenengewerkschaft sonst wahrscheinlich draußen wenig Gehör finden würde, wenn draußen keine Leute irgendwie Support geben würden. Denn Gefangenenfragen sind ja nicht in der Öffentlichkeit so breit diskutiert. Genau. Welche Erfahrungen macht ihr denn? Es gibt ja permanent kleine oder auch größere Kämpfe, die geführt werden, in verschiedensten Knästen, manchmal zusammen, manchmal in einem Knast. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, ja, wir haben ganz unterschiedliche Kämpfe. Gerade läuft ganz, ganz viel zum Beispiel in der JVA Neumünster gegen die anstaltsinterne Repression. Genau, und das ist auch so ein Riesenproblem eigentlich, weil die Gefangenen, wenn sie Kämpfe führen, die werden halt sehr, sehr viel repressiver beantwortet, als wenn wir hier draußen Kämpfe führen. Zum Beispiel haben Gefangene aus der JVA Tegel mal eine Petition aufgesetzt gegen einen Bediensteten. Darauf gab es dann Meutereivorwürfe und manche Gefangenen wurden auch zwangsverlegt. Das heißt, die Mittel im Knast zu kämpfen, sich zu wehren, sind auf jeden Fall, die werden sehr viel repressiver beantwortet als draußen. Deswegen versuchen wir draußen dann in Form von Kundgebungen, Demos, die Gefangenen unterstützen. Ganz viel Medienarbeit ist dabei, also um eben die Themen endlich in die Öffentlichkeit auch platzieren zu können. Genau, das sind so die Kampferfahrungen, die wir machen. Heißt draußen viel praktisch und auch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Und drin sind es vor allem Petitionen. Jetzt haben wir gerade in Neumünster auch ein paar Gefangene, die streiken. Das sind so die Kampferfahrungen von drin. Gibt es darüber hinaus in eurer Bewegung oder in eurer Gewerkschaft oder auch in dem Soli-Umfeld andere Überlegungen darüber hinaus? Was ist zum Beispiel das oft gehörte, also die oft gehörte Forderung nach einer Gesellschaft ohne Gefängnisse? Genau, also ja, ich habe ja schon gesagt, wir sind auf jeden Fall eine Anti-Knast-Gruppe oder bezeichnen uns als das. Wir sind der Meinung, dass Knast nicht losgelöst ist von den Verhältnissen draußen, sondern vielmehr ein fundamentales Element von Staat, von Kapital, von Herrschaft, von Unterdrückung. Deswegen sind auch alle anderen Kämpfe für uns, also die Kämpfe gegen Faschismus, Kämpfe gegen Sexismus, Kämpfe gegen Kapital, gegen Klasse. In diesen Kämpfen sehen wir uns auch, also wir sind der Meinung, der Anti-Knast-Kampf ist da drin eingebunden. Also so als Beispiel, wenn wir uns eine Welt ohne Kapital vorstellen, könnten gerade 80-90% der Gefangenen eh entlassen werden, weil das meiste Wirtschafts-, Eigentums- oder Kapitaldelikte sind, weswegen Gefangene sitzen. Genau, und wenn ich mir also eine Welt ohne Knäste vorstelle, stelle ich mir auch eine Welt ohne Unterdrückung und ohne Herrschaft vor. Also eine Welt ohne Privatbesitz und all das, genau, was das hervorbringt. Alles klar. Wenn jetzt Leute das hier gehört haben, wie können die euch unterstützen oder können die auch bei euch mitmachen? Auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über Unterstützung. Genau, am besten uns einfach kontaktieren über E-Mail berlin@ggbo.de, Homepage haben wir auch, wir haben auch Facebook und Twitter, kann Mensch uns auch kontaktieren. Genau, einfach anschreiben. Wir freuen uns über jede Form von Unterstützung, egal ob direkt mitmachen wollen oder vielleicht haben andere auch andere Ideen. Oder vielleicht auch hier auf dem Straßenfest einfach ansprechen, oder? Genau, ja. Sag doch vielleicht nochmal die Webseite der Gefangenengewerkschaft. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall Soli-Gruppe Berlin bei Black Block. Ich weiß tatsächlich gerade nicht die genaue Adresse, aber bei unserem Stand ist auf jeden Fall, sind so Flyer und so, wo auf die Adresse verwiesen ist. Okay, also wenn ihr die Soli-Gruppe für die Gefangenengewerkschaft hier in Berlin unterstützen wollt, und es gibt eine Menge zu tun, dann geht an den Infostand. Der ist hier hinter euch einige Meter und redet mit den Leuten direkt. Freiheit für alle Gefangenen und für eine befreite Gesellschaft. Ich danke dir. Danke auch.